Patrick Bateman's office. Das ist ja schlimmer wie ein Zuchthauswärter, du Arschloch! Du willst mir bestimmt mal nicht zu fressen kriegen? Das werden wir erleben, das... Nichts mehr. Das... Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland! Mach zu, mach zu! Trau dir nur! Ich verschlage dich zusammen, du! Trau dir nur! Wobbler, genau, ich bin Wobbler. Du nicht, du kannst es. Sein Geist ist krank. Glücklich, sein Geist ist krank. Komm, schaff den weg hier, diese Scheiße hier. Wir brauchen einen Fotografen! Verstehst du? Hab dich genagelt, du Hofner. Ist der dumm, Alter. Ups, hab mich verdrückt. Gefixt mit eurer Freundschaft! Ich möchte deinen Dreck! Wahnsinnig, er sagt zu mir, ich krieg dich selbst, das ist verrückt, dieser Idiot! Nee, ich unterhalte mich gar nicht mit dem, der ist so ich hab mit Abstand. Ein kleiner Japaner, Junge. Alter Junge! Na, pass mal auf, du, ich mache Wirbel in Amerika, pass mal auf, du! Ich sage noch nicht zu Ende, dumme Sau! Mehr zu sagen. Überhaupt nichts. Aber überhaupt nichts. Existierst überhaupt nicht für mich. Nimmst es, wie du willst, aber ich sag, du sollst dich bitte benehmen wie ein Mensch hier, ja? Das ist ungeheuerlich. Und nicht drum bitte mich auch noch. Bitte mich auch noch. Das ist ja unglaublich überhaupt. Problem mit dem Fotografen. Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Hier, wir drehen einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot! Damit hat er nicht gerechnet. Also bei sowas kenne ich gar nichts. Und ich meine, ich beleidige ja nicht dich, ich beleidige den Fettsack. Du bist ja wahnsinnig, Mensch. Hier muss man nicht mehr die Fresse, muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Du bist ja nicht normal, du Idiot. Jeden Tag. Du warst ja Gott sei Dank nie beim Drehen. Wie kannst du sagen, jeden Tag? Zum Glück, Walter, einer von euch muss jetzt mal den Nerv haben. Wenn er aufhört, dann hört das Ganze. Ja, komm, dann drehen wir mal auf. Der ist so dumm, der Typ. Der ist so dämlich, der besucht so eine Sonderschule oder eine Behindertenschule. Der Low-Level, dreckige Mittelwurst.
Wirklich, du kannst so gut umgehen, Alter. Du bist ja so ein Opfer. So dumm, du bist noch so ein Bauarbeiter später. Denn so blöd kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass man diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd kann keiner sein. Da muss man nur ein Arschloch sein, um das zu machen. Das ist also nicht so eine Art 12 Uhr Hartz IV TV Billigproduktion und scheißegal Hartz IV, ich komme selber aus von der Straße. Das heißt, wenn ich sowas, so ein Schlagwort wie Hartz IV mache, wir wissen, was ich damit meine. Kollege, ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir spielen tatsächlich Helikopter. We play in Helikopters. You know that, man? Maybe you know something about skill? Hast du gesehen, Schneemann, wie ich mich verdrückt habe? Nicht, weil ich interview für Millionen von Menschen und nicht für Sie. Oder aber wenn Sie zuhören und hören Sie mir jetzt und unterbreche ich mich nicht ein einziges Mal, sonst gehe ich sofort nach Hause. Ich glaube, das ist am besten. Ja? Das weiß ich, dir ist alles scheißegal. Die sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. Auf immer. Bist du mir scheißegal? Immer. Ich hab aus Versehen. Macheten. Ich habe 6 komplett unterschiedliche Macheten bei Amazon bestellt, denn diese Macheten sind ja Werkzeuge und man darf sie legal einfach so neben dem Bett liegen haben. Ich habe da so eine Idee. Ding, ding. Ich liebe diese Machete.